Hallo zusammen und willkommen bei Yumina the Feral. Wahrscheinlich fragt ihr euch gerade, was zur Hölle ist das denn? Ja, es ist ein japanischer Visual Novel mit reichlich merkwürdigen Rollenspielelementen. Ja, ich denke mal, so kann man das Genre beschreiben. Ein kleines Wort zur Warnung. Theoretisch ist es ein Eroge, also erotisches Spiel. Also Pornografie. Allerdings ist da reichlich wenig davon drin und das wenige, was worüber man stolpern könnte, werde ich selbstverständlich rausschneiden, weil sonst kriege ich ja sowieso Probleme mit YouTube. Und also, ja, keine Sorge, das ist dann jetzt größtenteils jugendfrei. Abgesehen vielleicht von einem oder anderen Panty-Shot, klassischerweise. Aber das ist ja bei den Japanern nichts Ungewöhnliches. Und ohne jetzt großartig mehr herumzureden, ja, fangen wir auch einfach direkt an. Da sieht man dann auch, worum es eigentlich storytechnisch geht. Dein Leben scheint, wenn du es für jemand anderen lebst. Da ist etwas, was man eine Menge hört. Jeder möchte natürlich ein gutes Herz haben. Wahrscheinlich ein guter Mensch sein. Ist auch etwas, was mir als Kind sehr oft erzählt wurde. Es war etwas, was mein Vater mir immer gesagt hat. Allerdings sollte ich dazu anmerken, dass es nicht mein richtiger Vater ist. Mein Name ist Akashima Ayumu. Mein Vater wird Akashima Takehito genannt und ich schätze mal, man könnte sagen, dass er mich trainiert hat. Er glaubt daran, andere zu beschützen. Tatsächlich ist es sein Job. Er ist, was man einen Martial Arts Meister nennen könnte. Er verbrachte seine Jugend damit, jeden Kampfstil zu lernen, den er konnte, und jetzt arbeitet er als Bodyguard. Von seiner Kindheit aus hatte mich dann erzogen, nicht nur als seinen Sohn aufgezogen, sondern auch als seinen Schüler, der eines Tages in seine Fußstapfen tritt. Zweifel ist keine Option, hat er mich gelehrt. Es gibt nur einen Pfad, dem man folgen kann. Man muss einfach an sich glauben, man muss kämpfen, um die anderen zu beschützen. Er hat mir die Wunder dieses Pfades viele Male gezeigt. Und ich bin, ohne zu zögern, auf ihn gewandelt. Aber es gibt etwas, was ich dazu sagen muss. Ich denke, das ist ein bisschen veraltet. Da ist es meine Schule. Jimbo Akademie, eine große Akademie, die sich quer durch die Hauptstadt Japans zieht. Das Training meines Vaters ist eine Sache der Vergangenheit. Ich bin einfach nur hier als gewöhnlicher Student. Vergleich mit der Zeit, die ich mit meinem Vater verbracht habe, ist es ein recht lockeres Leben. Und tatsächlich, so einige Tage sind sogar gut. Ich schaue mir die Szenerie an aus dem Fenster des Klassenzimmers. Und wir sind jetzt halb durch das 21. Jahrhundert und die Jahreszeiten sind so ziemlich verschwunden. Wir freuen uns an einen ewigen Frühling. Der Klimawandel hat jetzt nun verursacht, dass Japans Jahreszeiten nicht mehr wirklich existieren. Aber die Leute haben sich daran angepasst. Der Kalender sagt, dass es jetzt früher Sommer ist, aber die Studenten draußen tragen, was auch immer sie möchten. Ich bin genau wie sie. Es sind friedliche Tage. Ich hätte nicht gedacht, dass es sogar möglich ist, als ich ein Kind war. Ich nehme Klassen, gehe in die Kantine essen, einige Klassen mehr und dann zurück zu meinem Zimmer und schlafen. Mein Leben ist friedlich. Natürlich gibt es allerdings einige Leute um mich herum, die nicht ganz so friedlich sind. Die Klappe, du Idiot! Jemand schreit mir ins Ohr, als ich aus dem Fenster schaue. Ich drehe mich herum und versuche die grauenhaften Kopfschmerzen zu ertragen, die ihr Geschrei verursacht. Das ist Yumina, meine Klassenkameradin. Midori klingt eher nach einer Smaragdfarbe, aber ihr Haar ist eigentlich pink. Hey, Yumina, schrei nicht so in der Gegend rum, du störst die anderen. Ich bin so sauer, bist du einfach hergekommen, um gemein zu mir zu sein?
Nein, da ist es nicht. Ich habe etwas für dich. Aber man fragt sich schon irgendwie, wie genau habe ich eigentlich bestanden und du so versagt? Das ärgert mich ja gerade. Wie kann es bitte sein, dass du so einfach bestanden hast? Es war nicht schwer. Aber du hast in der Klasse nie aufgepasst und du weißt auch nicht so viel mehr als ich. Ich schätze, es ist alles eine Frage der Intelligenz. Ich bin nicht so dämlich, dass ich sowohl die Endklausur vermassle und dann die Wiederholungsklausur. Ist so, du bist einfach gemein. Du sagst nur, weil ich bald aus der Schule fliege, dass ich so dämlich bin. Da schaut mich wieder an und sind Tränen nahe. Ja, das stimmt schon, sie hat jetzt schon ein ziemliches Problem. Irgendwie hat es jemand geschafft, also sämtliche Prüfungen zu vermasseln bis hin zur Endklausur. Das ist ihre letzte Chance, die Mathe-Klausur zu bestehen. Wenn sie das auch noch versagt, dann ist sie für dieses Jahr durch Mathe geflogen. Heute ist ein Feiertag, aber Jumina und einige anderen sind hier, um die Wiederholungsklausur zu machen. Es ist fast Zeit. Die meisten Studenten versuchen sich noch in der letzten Minute was reinzuprügeln, bevor der Lehrer auftaucht. Oh, keine Sorge. Ich bin hier, um dir diesmal auszuhelfen. Ja, du hast es vorhin erwähnt. Du sagst, dass ich dir leid tue, also bereitest du etwas vor, um mir bei der Klausur zu helfen. Das stimmt. Damit wirst du auf jeden Fall bestehen. Und du hast fertig? Klar, kein Problem. Ich hab's gehört, ja. Ich hoffe, meine Zukunft hängt davon ab. Wenn ich jetzt versage, ist es Ende. Ich hasse es, mich auf dich zu verlassen, aber ich habe keine andere Wahl. Keine Angst, mit meiner Hilfe wirst du die Prüfung locker bestehen. Also, Junge, das ist meine Geheimwaffe. Ich habe die ganze Nacht daran gearbeitet. Wenn ich schüchtern nimmst. Junge, was du für ein Gesicht? Was ist das? Hätte gesagt, das ist meine Geheimwaffe. Das sind wirklich winzig, also wirklich winzig geschrieben, ich kann es überhaupt nicht lesen. Natürlich, ich muss das so kompakt wie möglich gestalten. Sind das deine Notizen? Das ist exakt richtig. Moment mal. Er hat wohl einen Spickzettel geschrieben. Kannst du nicht ernst meinen, das ist dein geheimer Plan? Hat sie mit einem Fächer in Watsch? Ich muss schön still sein. Sei klug, sei diskret. Du musst doch wohl scherzen, ich kann das nicht benutzen. Natürlich scherze ich nicht, ich meine es absolut ernst. Meinst es ernst meinen, aber es ist immer noch beschiss, ich werde es nicht dulden. Natürlich ist es beschiss, aber manchmal muss man halt tun, was man tun muss. Denk mal drüber nach. Ist wirklich so schlimm? Was? Natürlich ist es. Wenn du diese Geheimwaffe nicht benutzt und dann durchfällst, dann was? All deine harte Arbeit wird nichts bedeuten. Magst dein Bestes probiert haben, aber einen schlechten Not zu schlechten Noten. Ist das, was du willst? Du wirst durchfallen, aber wenigstens hast du fair gespielt. Du hast das Beste getan, was du kannst. Werd dich das zufriedenstellen, obwohl du durchgefallen bist? Aber was ist mit der Bemühung? Ach, das ist hier nicht das Problem. Ich arbeite so hart wie du. Nein, tust du nicht. Vergleich dich nicht mit mir. Wir sind der gleiche. Vertrau mir einfach. Ich habe die ganze Nacht gearbeitet, das für dich zu machen. Meine Augen tun weh und meine Schultern sind steif. Wieso soll das anderes sein als gewöhnliches Lernen? Was denn der einzige Grund, weswegen ich die Prüfung bestanden habe, ist, weil ich die ganze Zeit meinen Schlaf geopfert habe, um zu lernen. Ich bin hingegangen und habe nach alten Prüfungsfragen gefragt, habe den Lehrern einen Eindruck gegeben, dass ich ein echt motivierter Student bin. Alles, um meine Lernzeiten auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Ist nicht weniger gerissen. Der einzige Unterschied ist, wie viel du machst. Was ich gemacht habe, ist, sich anzustrengen. Diese Geheimwaffe ist auch eine Anstrengung. Ich verstehe, das macht Sinn. Eigentlich nicht, nee.
ist immer das Beste zu arbeiten, also so zu arbeiten, dass das Beste dabei rauskommt. Du solltest nicht tun, was richtig ist, du solltest tun, was funktioniert. Du hast recht. Wenn ich jetzt versage, werden alle meine Studien umsonst gewesen sein. Nur das Augenglitzern. Es sieht so aus, als hätte sie unterstanden. Hätte sie verstanden, was ich meine. Midoriya Yumina ist ein einfaches Mädchen, das von solchen Worten einfach zu überzeugen ist. Gut. Dann mach es. Du hältst einen absoluten Reichtum an mathematischen Formeln in meiner Hand. In deiner Hand. Ich habe irgendwie reden verlernt gerade. Es hat auch einige Fragen drin, die wahrscheinlich in der Prüfung auftauchen. Solange es nur gewöhnliche Mathe ist, solltest du die Antworten darauf finden können. Okay, vielen Dank, Ayu. Aber immer auf der Hut bleiben. Wenn das Schlimmste ist, ist es. Wenn die Lehrer dich damit entdecken, bist du erledigt. Das stimmt, wenn herausfindest, ist alles vorbei. Wenn herausfindest, ist alles vorbei. Jupp, die werden dich in absolut allen Fächern durchfallen lassen, nicht nur in Mathe. Also immer schön die Augen offen halten. Allen Fächern. Was ist los? Ah! Dich. Jonas quetscht das Stückchen Papier in der Faust und schlägt mir straight auf die Brust. Überrascht von ihren Ohren platzen, schreibe, kann ich dem Schlag nicht ausweichen. Das war knapp. Ich bin froh, dass ich wieder zu Sinnen gekommen bin. Das mich fast zu einem Kriminellen gemacht. Stellen Sie doch nicht sowas mit meinem Leben an. Hey, hör. Verstehe nicht, Ayumu? Warte, solltest nicht über das andere Sorgen machen? Hm? Was? Yumina hat die Situation nicht kapiert. Ich stehe mit dem Rücken zum Fenster und Yumina ist direkt vor mir, als mir den Bus geschlagen hat, also ich zurückgeschlagen. Es sollte relativ eindeutig sein, was für eine Flugbahn mein Körper beschreibt. Nachdem hat mich die Schwerkraft erwischt, geradewegs über einem Drei-Stockwerk-Abgrund. Ich griff mit meinen Armen und Beinen, aber es gab nichts, was mich festhalten konnte. Ah! Junge, warte! Springt sie zu ihr. Herr Junge wird sterben. Warte, ich komme. Mathelehrer. Okay, alle Sch Bücher zu machen. Wir fangen an. Ja, da war jemand anders gerade. Wenn ihr reden wollt, tut das später. Ihr seid alle in einer schwierigen Situation. Und der starb. Das war der Prolog. Die Entschlossenheit des sitzen gebliebenen Mädchens. Warte eine Minute, Mr. Matsuya Bashi. Es ist nicht tragisch, dass unser armer Hauptcharakter bereits im Prolog verstorben ist. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich unterbreche das Video hier einfach mal kurz, damit sie schön kurz bleiben. Und bis gleich. Bis gleich, Moment.